Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es wurde bestätigt, was schon ein bisschen gemunkelt und auch gefunden wurde. Es gibt 6 Unique Items, 6 einzigartige Items, die ultra, ultra selten sind. Wir reden hier von 2 Drops auf der Welt. Also richtig, richtig selten. Bestätigte Drops, kann natürlich auch noch mehr geben von Leuten, die das vielleicht nicht im Forum oder online posten. Insgesamt wurden 6 Items bestätigt von Blizzard und die wollte ich euch einmal hier zeigen. Das ist einmal Doombringer, ein Slashing Sword, sehr nice. Ihr könnt euch die Effekte hier einmal durchlesen, ne? Pausiert einfach das Video, ich würde jetzt nicht einmal komplett durchgehen. Obwohl eigentlich schon, Kernfähigkeiten hoch, Damage, normaler Damage hoch, aber vor allen Dingen müsst ihr euch immer die Fähigkeiten angucken. 20% Chance, 6000 Shadow, also Schattenschaden zu machen, an Surrounding, um euch herum, die Gegner, die 20% mehr Schaden bekommen, die nächsten 5 Sekunden. Nein, Quatsch, ihren Schaden um 20% reduzieren, sehr nice. Dann der Grandfather. Boah, ich wüsste gerne die deutschen Namen. Grandfather, der Großvater, klingt auf jeden Fall witzig, ist ein Two-Handed Sword. Increase your critical strike damage. 76% höherer kritischer Schaden. Das kann bis zu 100% sein. Oh mein Gott, 100% mehr Kritschaden. Und nochmal Kritschaden hier. Aber ich glaube, der auf einem Barbaren kann richtig reinhauen. Keine Durability Loss, all Stats, mehr Leben, mehr Damage. Oh, auf dem Druiden kann der. Oh, auf dem Druiden. Kann der auf dem Druiden gespielt werden? Ich hoffe es. Der kann ja richtig böse sein. Dann haben wir einen Ring. Jede Kernfähigkeit reduziert die Ressourcenkosten von der nächsten Kernfähigkeit um 8%. Bis 12 kann das gehen und das Maximum bis 40%, auch sehr nice. Kernfähigkeitsschaden, kritischer Schaden, kritische Chance und Lucky Hit, sehr krass. Dann nochmal ein Kopf, Glückstreffer, 19% Chance, eine Giftnova zu applyen, 10.000 Poisoning Schaden. Über 5 Sekunden. Das ist krass. Und Poison-Schaden, der klingt richtig, richtig krass für einen Schurken auf Gift. Lifesteal. Lifesteal. Gibt es Lifesteal schon allgemein im Game? Wenn, wüsste ich es gerade nicht. Attack Speed, der ist auf jeden Fall für den Schurken. Also der schreit ja nach Schurke. Lifesteal, Attack Speed 10%. Dass er wahrscheinlich dann nochmal hochgeht. Bis zu 20, wenn man den hochsteckt. Poison. Ach, Poison Resistance ist das, nicht Poison Schaden. Poison Resistance, okay. Okay, krasser Helm. Dann haben wir Harlequin Crest. Den kannte ich schon. Der ist, glaube ich, das war der allererste, der gedroppt ist und wo es schon ein Foto von gab. Übrigens, jeder dieser Items hat 820 Gegenstandsmacht. 1000 mehr Leben. Cooldown Reduction, sehr cool. Ressourcengeneration, sehr cool, 25 alle Stats und dann Damage Reduction in Addition Game plus 4 zu allen Rängen. Alles plus 4. Der ist krass, den brauche ich. Und dann nochmal ein Ring. Alle Resistance to All Elements, 12 alle Stats. Mehr Schaden auf deine Kernfähigkeit. Mehr Schaden während du gesund bist. Ressourcengeneration und dann 30% maximale Ressourcen und wenn du Schaden bekommst, dann kriegst du 6 weniger Schaden, das wird dann von der Ressourcen abgezogen, 1%. Mega. Mega, mega, mega. Ja, diese 6 Unique Items können fallen. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo können die fallen. Jetzt habe ich schon 4 Minuten gequasselt. Die können fallen bei allen Gegnern, die Items droppen können. Ich denke mal, ausgeschlossen sind da irgendwelche storybasierten Gegner oder irgendwelche Gegner, die keine Items droppen. Alle normalen Gegner, die Items droppen können, haben eine Chance, auch diese Items zu droppen.
Der einzige Aspekt, der sein muss, die Gegner müssen über Level 85 sein. Das heißt, entweder Siegel laufen, also sowieso nur Weltstufe 4, und dann Siegel laufen ab, lass mich kurz rechnen, minus 53, 2 sind ab Stufe 27. Oder halt, ihr müsst selber auf Level 85 sein. Und dann ganz normal in der Welt. Oder Level 83 an der Höllenflut. Sehr, sehr krasse Items. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal so einen Drop bekomme. Also die Drop-Chancen müssen da sehr, sehr, sehr gering sein. Weil dieser Helm stand gestern 2 bestätigte Drops auf der ganzen Welt. Ja, warten wir mal ab. Dazu kommt ja natürlich auch noch, es sind noch nicht so viele Leute auf Level 85 und das Game ist noch nicht so lange draußen. Also warten wir mal ab, was da noch alles droppt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Like auf dem Video, würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.